Dann heiße ich alle ganz herzlich willkommen zur Präsentation «Flexibler Informatikunterricht mit MakeCode». Ich freue mich auf 20 spannende Minuten mit der Referentin Evelyn Haag. Dann übergebe ich gerne dir, Evelyn. Jawohl. Moment. Et voilà. Und zwar, eben, wir sind hier, Schule trotz Omikron. Mein Name ist Evelyn Haag. Ich bin PICTS, ich bin MI-Expert und sehr informatikaffin angefressen, kann man dem so sagen. Ich arbeite in der Sekundarschule Liestal, das ist die Hauptstadt vom Kanton Basel-Land. Ich bin für beide Schulhäuser zuständig, Sekundarschulhäuser als PICTS. Das sind dann ja, um die 800 Schüler, wenn alle Schüler da sind. Und irgendwie zwischen 80 und 90 Lehrpersonen. Und zeige euch heute einfach einen Ansatz, wie ich den Informatikunterricht in diesen Zeiten kann effizient weiterführen kann. So. Ich habe diese Folie noch, falls jetzt Leute noch neu dazugekommen sind, eben die Sache wird aufgenommen und entsprechend denen noch, dass du eben ja, das Mikrofon können aufmachen, die Kamera für euch aber gesperrt ist und dass ihr sehr, sehr gerne im Chat oder per Rund aufheben könnt euch melden. Wie gesagt, flexibler Informatikunterricht. Und zwar geht es mir hier ein bisschen darum, aufzuzeigen, ja, wie kann ich denn das machen, dass ich alle kann mitnehmen kann. Alle drei Gruppen, die irgendwie sich hier präsentieren im Unterricht. Und zwar die Schülerinnen und Schüler, die wirklich live dabei sind, die daheim in Quarantäne hocken und denen tot langweilig ist, weil sie nämlich einfach eigentlich gesund sind, aber daheim sind und die am liebsten würden sofort eins zu eins mitschaffen. Solche Schüler gibt es wirklich, ganz Haufen eigentlich. Und die in Isolation sind, die vielleicht dann auch wirklich krank werden und zwar vielleicht möchten mitschaffen, aber vielleicht auch zeitverschoben mitschaffen. Und ich habe wie so die Überlegung, ich möchte eigentlich gerne alle mitnehmen. Ich zeige jetzt das am Beispiel von der Mikrobit. Ich arbeite mit der Mikrobit eigentlich schon recht lang. Das Foto ist eines meiner ersten Foto auf meinem Instagram-Account. Das Foto habe ich vorher schon gehabt. Das Foto ist irgendwie von 2019. Irgendwie um das herum. Und selbstverständlich, ich arbeite mit der Mikrobit, mit den Platinen arbeite ich live. Im Unterricht, wenn dann Live-Unterricht da ist. Es ist ein einfaches Ding. Die Geschichte, wie das gekommen ist, dass die Mikrobit, wie die entstanden ist, das ist sehr spannend zum Nachschauen. Kann man auch schauen, in Wikipedia gibt es einen lustigen Beitrag zu dem. BBC Mikrobit heissen die nämlich und es gibt eine lustige Entstehungsgeschichte aus dem und auch die Begründung, warum so ganz, ganz viel Unterrichtsmaterial rum ist von denen. Die Oberfläche, die ich damit arbeite, heisst eben MakeCode. Oder es gibt auch andere Oberflächen, wo man damit arbeiten kann. Man kann auch mit Scratch, mit Mikrobit arbeiten. Es gibt auch dort eine Erweiterung. Aber ich selber arbeite sehr, sehr gerne mit der MakeCode-Umgebung bei der Mikrobit, weil der erste Punkt ist, ich kann umstellen zwischen Block und Python oder Java. Insbesondere wenn ich dann in der zweiten Klasse, also ich mache das in der zweiten Sekundar, also zweite Klasse, Zyklus 3, habe ich dann natürlich schon, je nachdem, eine rechte Bandbreite von Schülerinnen und Schülern, die völlig abgehen programmiermäßig und solche, die vielleicht es ein bisschen einfacher brauchen. Und mit deren Umgebung kann ich mit beiden Gruppen oder mit allen Gruppen arbeiten, schon vom Grundsatz her. Und sie können eben oben umstellen. Und dann können sie schauen. Zum Teil, wenn es von Python zurückgeht ins Block, dann geht es zum Teil ein bisschen auf die Schnur. Also ja, es funktioniert dann zum Teil nicht so ganz. Aber es ist wirklich lässig, sie können hier und her tun. Dann gibt es eine Simulationsoberfläche drauf und das ist natürlich jetzt besonders wichtig, wenn wir im Fernunterricht sind oder in einem Setting sind, wo sie die Geräte selber nicht in der Hand haben. Und dann ist aber noch wichtig, man kann die ganzen Programme abladen. Bei der Folie vorher hat man es gesehen, es ist eigentlich kein Login nötig bei MakeCode. Das heisst, es ist einfach so browsermäßig. Und wenn der Browser zu ist und weggelöscht ist, dann ist auch die Arbeit weg.
Und wegen dem ist es eigentlich noch recht wichtig, dass die Schüler einmal Sachen abspeichern. Also auch wenn man mit gescherten Geräten schafft, mit Poolgeräten schafft, mehrere Schüler an einem Gerät schaffen, ist es sehr, sehr wichtig, dass sie ihre Sachen, wenn sie dann kompliziertere Sachen programmieren, dass sie die abladen. Oder eben auch, wenn sie daheim etwas schaffen und wir wirklich nach dem Programm wollen übergeben, dass sie es abladen und mir dann überschicken. Aber es geht natürlich problemlos. Genau. Und dann ist natürlich die Realität so, ich habe gesagt, normalerweise arbeite ich mit denen im Live-Unterricht, aber Live-Unterricht, ja. Ich habe hier einen Morgen aus dem Dezember, zuerst eine Klasse normal im Präsenzunterricht, dann eine Klasse voll im Fernunterricht, die sind im Deep-Pooling sehr am Morgen, und dann zwei Klassen, wo Schülerinnen und Schüler in Quarantäne waren oder krank waren. Und das ist natürlich genau die Stückelung, die wir alle erleben, wo halt einfach die Realität ist. Und wie gesagt, ich habe so wie das Ding, ich möchte alle Schüler mitnehmen. Ich möchte alle Schüler mitnehmen, aber gleichzeitig auch so, dass es für mich ja nicht völlig völliges Ding ist, dass ich drei verschiedene Programme auf die Beine stellen muss. Ich habe jetzt hier das Beispiel mit MakeCode und MicroBit. Das Gleiche funktioniert aber auch natürlich mit Scratch, mit OxoCards, mit anderen Programmierumgebungen. Es muss einfach wie irgendwie webbasierend sein und Schüler müssen wie einfach einen Zugang haben. Jetzt in meinem Fall ist es Teams. Ich arbeite, wie gesagt, Kanton Basel-Land. Basel-Land ist da eigentlich sehr gut aufgestellt. Wir haben aufsteigend seit vorletztem Sommer alle Sekundarklassen 1:1 Ausstattung mit iPad. Die Drittklässler, die haben jetzt mittlerweile sich auch ausgerüstet, weil die kennen ja das jetzt auch schon mit Fernunterricht. Also ich kann wirklich auf Gerät zugreifen. Es haben alle einen Teams-Zugang. Wir haben Klassenteams vorbereitet. Ich komme dann nachher später noch dazu. Ich sehe da natürlich auch Varianten, wie man das anders aufgleisen kann. Und ich fahre selber seit 2016 und sich Kursnotizbücher. Und seit dem Frühling 2020, seit dem Lockdown, brauche ich wirklich explizit Kursnotizbücher bei mir im Unterricht brauchen. Immer. Als Ablage. Einfach auch, weil ich davon überzeugt bin, weil es für mich funktioniert, weil es in meinen Fächern funktioniert. Und halt einfach auch, wie im Hinterkopf, ich kann jederzeit switchen und für die Schüler macht es eigentlich nicht so einen grossen Unterschied. Und zwar läuft das so. Wenn ich jetzt an so einem Morgen viele Schüler, mehrere Schüler im Fernunterricht habe oder in Quarantäne habe und so weiter, also die, die Fernunterricht haben, sie werden eh in ein Meeting eingeladen, weil bei uns läuft der Unterricht weiter, wenn Fernunterricht ist, einfach gleich weiter. Wenn ich aber irgendwie mehrere Schüler habe, die daheim sind, dann natürlich eine Besprechung planen. Das kann ich auch relativ spontan machen, wenn ich merke, oh, okay, es sind jetzt heute doch noch vier weniger, okay, ich mache eine Besprechung. Und dann tue ich es aufnehmen. Das ist das, was wir jetzt heute Nachmittag auch machen. Ich tue die Besprechung aufnehmen. Und die Besprechung tut sie dann entsprechend in den Teams-Verlauf von dieser Klasse rein tun. Schüler und Schülerinnen haben es dann mittlerweile und ich auch relativ schnell gecheckt. Gerade die, die in Quarantäne sind, oder? Die merken dann das. Und ich sehe dann genau, ah, Frau Hack hat ja am Anfang von der Stunde eine Besprechung gemacht. Okay, ich gehe schnell in die Besprechung rein. Also die lauern zum Teil fast und schauen, ob sie dann auch in die Besprechung reinkommen. Ich habe dann mit der Abmachung auch, dann dürfen sie die Kamera abladen, dass sie eben nicht aufgenommen werden. Und sie können mir aber auch jederzeit im Team schreiben und mir kontakten. Und das klappt eigentlich recht gut. Und dann tue ich mir die Besprechung aufnehmen und tue meine Sachen erzählen. Da habe ich halt recht viele blaue Balken müssen machen, weil da halt Namen sichtbar wären. Und ich tue das kurz erzählen, was mache ich. Jetzt bei diesem Auftrag ist es gesehen, der MicroBit, das ist eben der Transfer gesehen von Scratch zu MicroBit. Das ist wirklich eine der ersten Stunden, die wir machen, wo es so darum geht, so Wiederholungen wiederholen für immer, wiederholen für viermal, wiederholen wenn und so, die zu repetieren, was ich eigentlich vom Scratch her kenne und die wir über transformieren ins MicroBit. Dann habe ich die Erklärung gemacht.
im OneNote drin. In dem Fall ist das ein Platz zur Zusammenarbeit, weil dann habe ich, wie gesagt, schaut eure Resultate in die Seite rein kopieren. Dann machen sie einen Screenshot, setzen sie rein, fertig. Und das machen sowohl die in der Schule live, als auch die daheim mitarbeiten. Und die tun es beide ins gleiche Blatt rein kopieren und es haben dann alle genau den gleichen Auftrag, genau den gleichen Ort, wo sie es wie abgeben. Und zum Teil mache ich dann einmal noch eine zweite Besprechung innerhalb von dem zweiten Aufnahme, wo ich wieder die Besprechung dann auch noch einmal aufnehme und mache. Oder nachbespreche. Und damit können sie auch das eben dann auch anschauen oder können das auch anschauen, wenn sie krank wären, können sie es auch zeitversetzt anschauen zum Beispiel. Oder was auch schon die Erfahrung ist, dass dann die Schüler, die eigentlich da gewesen sind, das dann nachträglich noch anschauen, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Das gibt es natürlich dann auch, das ist auch gut. Ich tue die nach einem Zeitchen löschen. Ich sage einmal, ja, ich lasse es einmal eine Woche da und so, je nachdem, wie verstückelt das ist und so, tue ich das einmal auch löschen. Es könnte auch eine reine Sprachaufnahme sein. Und das ist etwas, wo ich mich sehr darauf freue. Nachher auch ein Gespräch vielleicht. Ich mache das so und ich weiss aber auch, dass gewisse Kolleginnen und Kollegen bei mir in der Schule das völlig niemals würden machen. Und das würde mich aber auch interessieren, wie da die Erfahrungen sind. Ich habe jetzt nicht so ein Problem damit, dass meine Schüler schnell die Erklärung sehen und das halt eine Woche steht und dann lösche ich es wieder. Das ist mein Ding. Wenn jemand jetzt sagt, ja nein, ich will das ja auch nicht, dann könnte man es ja nur mit Spruch machen. Oder, das sieht man rechts unten, hier bei dem Drachen, wenn es eben nur... Also nur, wenn es nur eine Schülerin ist und man weiss nicht so recht, ja, ist jetzt die verfügbar oder nicht und so, dann tue ich noch sehr gerne einfach schnell so eine Mitteilung machen, auch in dem Teams, in dem Klassenteam sinne und ich einfach ganz kurz beschreibe, was haben wir gemacht. Varianten gibt es auch, wo Klassen sich einen Ort haben, wo sie das reinschreiben, ein teils Word-Dokument zum Beispiel, wo sie einfach immer jemand hat Hausaufgabe, du tust das Geografie aufschreiben, du tust das aufschreiben und dann tun sie wie zusammenfassen, was ist in dieser Stunde gelaufen. Also das ist halt auch sehr unterschiedlich organisiert. Das Grundprinzip eben ist wie immer das Gleiche. Ich habe ein flexibles Unterrichtsszenario, in dem dass ich da Rücksicht nehme. Und eben noch einmal, es ist klar, es ist nicht das Gleiche, wie wenn ich live mit dem Mikrobit arbeite, die Entwicklung in der Hand haben kann. Also, aber sie können doch weiterarbeiten und können dann in der Schule das dann drauf programmieren, wenn sie dann wieder dran sind zum Beispiel. Webplattformen, und das ist eben das, was mich jetzt wundernimmt, ob jetzt hier von euch etwas kommt. Ich kann mir das vorstellen, dass man das auch eben auf andere Fächer könnte übertragen, oder das Prinzip. Also, dass man könnte sagen, ja, ich mache das mit Quizlet, ich mache das mit Mindsteps. Anstelle von Teams könnte Learning View stehen, könnte etwas anderes stehen. Also, wir können das ja wirklich auch anders machen, aber das Prinzip, wo ja wie man es haben, ist, du musst eine Kommunikationsplattform haben, wo du kannst Daten austauschen. Du musst eine webbasierende Plattform haben für deine Oberfläche, wo du kannst drin arbeiten. Und das ist so wie das, was das Grundprinzip ist. Und das wäre so der Schluss. Genau, Tiger Chaiten wäre auch noch so eine. Genau. Ich arbeite übrigens auch damit. So quasi das zu machen. Das war der Schluss. Ich habe keine Folie mehr, aber ich würde mich, ja, es würde mich wundern, wie ist so die Erfahrungen von euch? Was habt ihr für Ideen? Was habt ihr für Erfahrungen? Wie macht ihr es? Und würde hier den Kreis öffnen. Ihr solltet euch entstummen können. Falls das nicht klappt, einfach melden, aufstrecken. Oder auch wenn ich jetzt, also wenn der Wunsch ist, dass ich eine Folie noch einmal zeige, weil ich schnell durchgegangen bin oder so, dann wäre das auch möglich. Ja. Genau. Jawohl, hallo Evelyn. Danke für deinen Beitrag. Eben, ich bin der, der das mit dem Tiger-Chaiten noch in die Runde geworfen hat, als weitere Möglichkeit. Das mit der Aufnahme habe ich eigentlich nie jetzt gemacht.
Weil in der Vergangenheit habe ich jetzt eher ein bisschen Mühe gehabt, dass die Schüler sich überhaupt beteiligen. Und wenn ich eine Aufnahme mache, dann kommt noch ein bisschen mehr der Vorlesungscharakter rein und sie getrauen sich dann gar nichts mehr zu sagen. Das ist also halt meine Erfahrung bis jetzt, dass ich Mühe gehabt habe, dass sie überhaupt sich melden. Ich muss dann, so wie jetzt du gerade vorher, man würde gerne, dass die Leute sich melden, aber es kommt einfach nicht, oder? Und ja, also ich denke, das ist sicher der Unterschied, dass wenn ich eine Klasse wirklich voll im Fernunterricht habe, dann mache ich es auch nicht mit der Aufnahme, weil dann sind ja wie alle da. Also das ist so wie, das ist mehr so die Situation, wirklich, wenn ich 3-4 Leute daheim habe, 2 Leute daheim habe, wo ich wie möchte gerne mitnehmen. Und der Rest der Klasse ist aber im Live-Unterricht. Und dort ist es schon aber auch so, dann sage ich immer, schaut, ich mache jetzt hier die Aufnahme, ich teile jetzt den Bildschirm und ich tue dann den Bildschirm teilen auf dem Beamer. Und sie sehen dann eigentlich den Videocall mit dem geteilten Bildschirm, sehen sie dann in der Klasse. Und gleichzeitig ist die Aufnahme für die daheim. Und dann sage ich immer so, ja, schaut einfach, was ihr so ein bisschen sagt, weil ich nehme jetzt auf, oder? Da sind sie immer dann immer sehr anständig in der Sprache. Aber und das ist eh so, also ich nehme es hier mit dem Gerät auf, wenn jemand hinten redet, dann versteht man die Frage eh nicht so. Also ich muss es eh so nochmal widerspiegeln. Ja. Okay. Ja. Vielleicht noch eine Folgefrage. Habt ihr von der Schule her eine Richtlinie, wie ihr umgehen müsst mit Aufnahmen in Teams? Nein, die Richtlinie gibt es. Ja, es ist im Entscheid von der Lehrpersonen. Und ich sage dann auch ganz klar, so, ich begreife es auch, also wie soll ich jetzt sagen, ich begreife es auch, ich bin natürlich mit der Informatik, bin ich natürlich in einem luxuriösen Fach, oder ich begreife es, wenn es natürlich, weißt du, wirklich, wie soll ich sagen, notenrelevanter ist, dass es dann auch noch kritisch werden könnte und dass dann eine Lehrperson auch sagt, ja, nein, ich will dann nicht, dass genau die Eltern können noch schauen, was denn da genau gegangen ist im Unterricht, und das begreife ich sehr. Und ich denke auch, wenn der Verdacht wie da ist, dann würde ich es wie auch nicht machen. Also ganz ehrlich. Und für mich ist es so wie auch, habe ich in der Schule eh noch die Maske genommen, das ist dann noch einmal das andere. Ich habe jetzt noch weniger Probleme damit und ich habe gesagt, du, wenn es mal einen Missbrauch gibt, dann ist für mich auch wie, dann mache ich es nicht mehr. Dann mache ich etwas anderes und dann ist es aber nicht mehr so spannend für euch. Also, aber es hat bei mir jetzt wirklich noch nie einen Missbrauch in dem Sinn gegeben. Ja. Ja. Gut, danke. Das ist Beat. Ich hätte noch eine didaktische Frage. Wie ist es, eben ein Vorteil von MakeCode ist eben, dass man kann sowohl mit Blöcken arbeiten wie auch mit Scripts. Wie ist der Übergang? Also sagen wir vielleicht Schülerinnen und Schüler, die eher Anfänger sind, arbeiten die mit Blöcken und wenn sie ein bisschen fortgeschrittener sind, gehen sie zum eigentlichen Code über. Genau. Und Wie ist der Übergang vom einen zum anderen? Es ist noch lustig, also ich tue es dann wie auch so ein bisschen verkaufen, also es ist eh vom Prinzip her, dass ich es eigentlich ihnen so wie verkaufe, schaut, ihr habt jetzt die Blöcke gelernt und ihr habt das ja verstanden, auch vom Scratch her schon, und ihr müsst jetzt wie einfach nur die Übersetzung lernen und wir lernen, wie ihr das müsst in den anderen Spruch übersetzen. Ich mache auch noch, jetzt muss ich hier noch Klammern aufmachen, ich mache auch noch in der zweiten Klasse mache ich mit beim AstroPy, beim Projekt Zero oder Mission Zero und dort ist Python-Programmierung auch wirklich voll mit Schreiben drin und das ist wie der Einstieg und dann tut sich zum Teil ein bisschen vermischeln und dann kennen sie es wie von dort her oder eben je nachdem vom Tiger-Chaiten her und dann tun sie wie selber entscheiden, was liegt ihnen mehr. Ja, das ist so wie mein Ding, dass sie dann wie die Wahl haben auch. Das ist ja dann das Ziel am Schluss, dass sie dann selber können wählen können, wo passt es ihnen am besten. Ja. Ganz herzlichen Dank. Dann kommen wir zum Abschluss von dem Vortrag. Ganz herzlichen Dank an Evelyn für einen spannenden Input. Und wenn jemand Fragen hat, kann man sicher gerne mit ihr in Kontakt treten. Und dann hätten wir jetzt eine 10 Minuten Pause und dann geht es 15:30 weiter mit den nächsten Vorträgen. Ganz herzlichen Dank und bis später und
Wir sehen das vielleicht in einer der anderen Sitzungen oder sonst am Schluss im Plenum. Noch einen schönen Nachmittag miteinander. Danke euch.